Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte April 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Natürlich könnt ihr nach wie vor sämtliches, was euch interessieren könnte, unterhalb von diesem Video in der Infobox finden. Ich habe dort sämtliche Social Media Links von mir hinterlegt, die euch zur Verfügung stehen. Ebenso natürlich jedes einzelne Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer Jahresreading für das aktuelle Jahr findet ihr dort, sowie auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr natürlich nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte April 2023 meiner Skorpione. Der Delfin. Der Delfin ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Lebensfreude ist eure Hauptenergie. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens, der Energiefluss setzt ein. Es scheint mir hier tatsächlich etwas Positives, eine positive Zeit, möglicherweise auch eine positive Veränderung auf euch zuzukommen, liebe Skorpione. Dieses habe Spaß, spiele und probiere dich aus, könnte etwas mit dem Interesse von euch zu tun haben, was ihr angesichts einer ganz bestimmten Thematik hegen könntet. Das heißt, etwas zu tun, lieber als etwas zu lassen. Das heißt, Risiken eingehen. Das heißt, vielleicht auch dem Herzen folgen. Das heißt, vielleicht auch spontan zu sein. Das heißt, vielleicht auch nicht immer alles beim Alten zu belassen. Nicht immer der Routine zu folgen. Vielleicht mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Das könnte hier ebenso bedeutsam sein. Ihr werdet froh darüber sein, etwas getan zu haben, anstatt es zu bereuen, nicht getan zu haben. Das kann man hier ja schon mal vorausgreifend sagen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was mir die Karten darüber gleich im Detail verraten können. Es kann sich hier natürlich noch um sehr vielseitiges drehen und handeln. Auf jeden Fall, liebe Skorpione, ist der Delfin euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Lebensfreude ist eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte April 2023 meiner Skorpione. Vier der Schwerter. Eine gedankenbesänftigende Energie, eine von drei klassischen Heilungskarten ist darin dargestellt, neben dem Stern und der Mäßigkeit. Die Vier der Schwerter hat häufig etwas mit gedanklichen Strukturen, gedanklicher Ordnung zu tun, Stressvermeidung, Stressminderung. Man kann es auch salopp ausdrücken und sagen, hier macht man sich weniger einen Kopf über Dinge, die einem normalerweise sehr beschäftigen, und lässt seine Gedanken sozusagen frei. Das kann man auch mit Unbeschwertheit verbinden, beziehungsweise dieses habe Spaß, spiele und probiere dich aus, ist vielleicht darauf bezogen, dass man normalerweise eine Situation sehr stark zerdenken würde. Hier ist es eher so, dass man nicht groß darüber nachdenkt und sich potenziell mehr und schneller darauf einlässt. Wie geht es weiter? Die Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche scheint mir hier ein Verlust zu sein, eine Reue, eine Trauer, manchmal auch eine Bürde. Aber es ist hier eine Vergangenheitskarte. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass etwas in der Vergangenheit verloren gegangen ist, was heute noch für viele von euch eine Art Mangel darstellen könnte. Das kann sehr, sehr vielseitiger Natur sein, was hier mal vorhanden war, aber in der Präsenz, in der Gegenwart nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Mit den Vier der Schwertern da drüben im Trigger, also diese beiden Karten nebeneinander, bedeuten häufig, dass man sich hier dieser Trauer, dieser Frustration, vor allem gedanklicher Natur, etwas entziehen möchte. Ablenkung wäre hier beispielsweise etwas, was man gut und gerne als eine Art Beispiel anbringen kann. Definitiv brauche ich hier aber noch weitere Karten, um da etwas konkreter werden zu können. Wie geht es weiter? Die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter ist dann schon eine noch mehr bedrückende Energie als die Fünf der Kelche tatsächlich. Man kann bei den Neun der Schwertern von Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit reden. Man kann von dem Zweifel reden, von der Skepsis, dem Missmut oder dem Misstrauen. Teilweise auch schlaflose Nächte und Albträume können hier eine Rolle spielen.
Diese Situation hier im Trigger zu sehen mit den fünf der Kelchen, die hat euch schon sehr, sehr zugesetzt. Also da ist etwas verloren gegangen, was früher einmal präsent war, was einem früher Freude beschert hat. Das gibt es jetzt in der Gegenwart nicht mehr für euch. Und das ist ein Umstand, der nur schwer zu akzeptieren ist für viele von euch, der nur schwer hinzunehmen ist für viele von euch, schon sehr schwer zu regenerieren ist auch. Und es ist etwas, was euch immer mal wieder, vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht nicht jede Stunde, aber immer mal wieder in eine doch schon Trauer versetzen kann. Da vermisst man vieles, was früher einmal war und jetzt nicht mehr ist. Das kann eine nostalgische, gedankliche Energie sein. Das kann aber auch sein, dass das, was damals in den Verlust gegangen ist, etwas Gravierendes mit euch gemacht hat. Sozusagen beschert es dann euch eine Art Anhängsel. Wie gesagt, über einen ganz gewissen Verlust ist man hier noch nicht hinweg gekommen. Wie geht es weiter? Die fünf der Stäbe. Die fünf der Stäbe ist Chaos, Konflikt, häufig ein innerer Konflikt, der hier stattfindet, meist kein äußerer Konflikt. Das ist hier eine Auseinandersetzung möglicherweise mit einem ganz bestimmten Menschen. Das passiert dann aber im Äußeren und wäre dann der Fall, wenn ich hier, hier oder hier gleich eine Hofkarte bekomme. Aber hier meine ich tatsächlich zunächst einmal zu glauben, dass das ein innerer Konflikt für viele von euch ist, wo man sagen könnte, wofür mache ich das Ganze eigentlich noch? Oder man könnte auch sagen, hier mit der Spiegelung auf die fünf der Kelche ist das tatsächlich zu sehen, dass warum ist mir das passiert oder warum muss gerade mir das immer passieren? Es geht so ein bisschen in Richtung Pessimismus, Schwarzmalerei, Skepsis, teilweise sogar Opferrolle. Aber mit den fünf der Stäben ist hier eine innere Auseinandersetzung bei vielen von euch dargestellt. Man könnte sich hier selbst ja immer wieder einreden, denk doch nicht immer daran oder warum hänge ich noch daran oder warum schaffe ich das nicht zu akzeptieren oder warum verstehe ich das nicht? Das ist hier eine Art Kritik an sich selbst in vielen Fällen. Die muss ich mir auch noch genauer anschauen, weil das kann sehr diffiziler Natur sein. Brauche ich aber noch mehr Karten dafür. Wie geht es weiter? Das ist die zwei der Münzen. Das ist das Gegenüberstellen. Meistens ist es auch der Wankelmut, das Wanken, das nur schwer vorankommen, das die Imbalance könnte hier drin auch dargestellt sein. Also es ist hier mit dieser ersten Karte mit den vier der Schwertern, ist das eine heilsame Energie. Auch mit dem Stern hier im Outcome ist das eine heilsame Energie. Aber das da, was zwischen diesen beiden Karten ist, das hat erst einmal nichts mit Heilung zu tun. Das hat eher etwas mit Frustration zu tun, mit dem inneren Auseinandersetzen, einem inneren Konflikt, einem Verlust, einem Mangel, vielleicht sogar einer Reue, die man hier davon trägt. Mit den zwei der Münzen kann es sehr schwankend sein. Es kann hier bessere Zeiten und schlechtere Zeiten geben. Dieses Thema hier, wie auch schon gesagt, nimmt euch mal mehr mit und mal weniger mit. Mal ist es präsent und dann ist es sehr intensiver Natur präsent. Und mal denkt ihr potenziell gar nicht daran. Möglicherweise gelingt es euch hier immer wieder, euch abzulenken oder euch sprichwörtlich auf andere Gedanken zu bringen, als jene, die euch dann in negativer Natur mitnehmen würden. Aber es scheint mir hier auch mit dem Delfin, mit der Lebensfreude, ein regelmäßiger Zustand sein zu sollen, dass man etwas, ja, wie gesagt, entweder akzeptieren kann, hinnehmen kann, überwinden kann, verstehen kann. Was definitiv mal der Fall ist und mal nicht der Fall ist. Auch mit dem Stern da hinten, ich habe es euch, glaube ich, auch schon bei den Vier der Schwertern gesagt, der Stern sowie auch die Vier der Schwerter sind zwei Heilungskarten, die Mäßigkeit wäre die dritte im Bunde. Aber wenn der Stern im Outcome ist, bedeutet das potenziell Heilung für die Zukunft, Regeneration für die Zukunft. Teilweise ist hier auch die Wunscherfüllung und die Klarheit darin verkörpert. Werde ich mir, wie gesagt, auch noch genauer anschauen. Eine Klärung zu den Vier der Schwerter. Die Neun der Münzen. Das ist hier, ich habe es glaube ich gerade gesagt, die Selbstarbeit. Es ist das Werkeln am eigenen Selbstwert. So kann man es auch ausdrücken. Viele von euch haben hier in der Vergangenheit potenziell etwas hinnehmen müssen, was euch
wahrscheinlich eher in eurem Selbstwert, ja, betrübt hat, vielleicht auch zurückgeworfen hat. Es war eher kontraproduktiv für euren Selbstwert, als dass es ja gewinnbringend gewesen wäre. Also das kann ein Scheitern gewesen sein, ein Misserfolg gewesen sein. Es geht wahrscheinlich für manche von euch, und das sieht man hier in der Spiegelung sehr gut, so weit, dass viele von euch keine sehr hohe Meinung von sich selbst haben, sprich Selbstzweifel haben, sprich ein niedriges Selbstwertbewusstsein haben. Ihr schreibt euch nicht unbedingt den Wert zu, den ihr eigentlich verdient. Man kann es auch umdrehen und sagen, viele von machen sich schlechter, als sie eigentlich sind, liebe Skorpione. Und das wird auf einen ganz bestimmten Vorfall in der Vergangenheit zurückzuführen sein. Manche von euch schaffen dann aber auch nicht diesen Selbstwert, dieses niedrige Selbstwertgefühl permanent zu erfühlen, permanent zu erleben. Denn manche von euch schaffen es hier immer mal wieder, sich aus diesem Selbstmitleid, kann das übrigens auch sein, herauszuholen. Manche von euch schaffen es hier, kleine, vielleicht Erfolge feiern zu können oder sich selbst immer mal wieder beweisen zu können, ich bin jemand, ich bin etwas wert, ich kann was. Und das ist dann sozusagen die Zeit, wo ihr an das hier gar nicht denken müsst. Aber es scheint mir hier kein dauerhafter Zustand zu sein. Eine Klärung zu den fünf der Kelchen. Das ist das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen sind meistens Gelegenheiten, Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Potenziell mit dem Ass der Münzen auf die fünf der Kelche kann es sehr, sehr gut sein, dass es hier Gelegenheiten gibt, einen Verlust, einen Mangel, eine Reue, vielleicht auch eine Art Defizit zu kompensieren. Das ist sehr interessant, diese Legung hier. Vor allem die Konstellation hier auch mit den neun Schwertern und mit dem Trigger zu den, also mit der Konjunktion zu den vier Schwertern. Es gibt hier Maßnahmen, die ihr ergreifen könntet, um euch aus einer Art Selbstmitleid herausholen zu können. Manchmal werdet ihr diese Maßnahmen ergreifen, manchmal lasst ihr diese Maßnahmen links liegen. Sehr, sehr diffizil, wahrscheinlich auch sehr stark auf eure persönliche Situation zu beziehen. Es gibt hier immer mal wieder die Möglichkeit, euer Selbstwertgefühl oder euren Stolz aufzubessern. Und manchmal macht ihr davon Gebrauch und manchmal nicht. Was genau das ist, kann ich hier nicht entdecken. Kann wahrscheinlich auch für jeden Einzelnen von euch, für den das Reading resoniert, etwas anderes sein als für den anderen. Ein Neustart generell, es kann auch sein, eine neue Ansichtsweise oder vielleicht auch eine neue Routine, die kann hier durchaus eine größere Rolle spielen. Man muss sich bloß darauf einlassen. Und das ist hier etwas, was ich euch, glaube ich, auch schon am Anfang erklärt habe. Es würde einer Veränderung gleichkommen. Es ist hier etwas Neues, wessen Konsequenzen oder wessen Entwicklung ihr nicht absehen könnt. Und dementsprechend ist es auch mit einem Risiko konform, sich auf etwas einzulassen, was man noch nicht kennt, was man so noch nicht getan hat oder von dessen Stabilität man selbst nicht überzeugt ist. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar mehr Details herausfinden kann, weil es ist diffizil. Es ist wahrscheinlich auch für viele von euch, wie gesagt, etwas anderes als für den anderen, aber es würde tatsächlich zu einer Stabilisierung eurer selbst beitragen. Eine Klärung zu den neun der Schwertern. Die drei der Kelche. Die drei der Kelche in der Mitte eines allgemeinen Readings kann für eine Wiedervereinigung stehen, kann für eine Dreierkonstellation stehen, kann Anlässe zur Feierlichkeit oder Anlässe zur Freude bedeuten. Sehr interessant. Ich habe hier keine einzige Hofkarte im Moment. Um die drei der Kelche als Dreierkonstellation deuten zu können, braucht man für gewöhnlich drei klassische Hofkarten. Dreierkonstellation ist, denke ich, den meisten von euch ein Begriff, aber ich sehe sie hier noch nicht so zu deuten. Es kann sein, dass das, was da in den Verlust gegangen ist, mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun hat, der euch potenziell wegen eines anderen Menschen verlassen haben könnte. Das wäre hier ein durchaus denkbares Szenario. Ich sehe hier aber nichts Aktives oder Gegenwärtiges, sondern wenn es so für euch resoniert, ist das ein vergangener Zustand, über den viele von euch versuchen hinwegzukommen.
teilweise auch noch die Angst haben, dass das Ganze wieder passieren kann. Eine geplante Wiedervereinigung, die sehe ich hier auch noch nicht unbedingt. Ich sehe hier viel mehr, dass man damit abschließen möchte, was da passiert ist, anstatt dass man das Ganze versucht, nochmals neu aufzurollen. Anlässe zur Feierlichkeit, Anlässe zur Freude ist hier die allgemeine Deutung, aber auch die muss ich mir noch genauer anschauen. Es kann hier sein, dass es für euch mehr Grund zur Freude gibt, als dass ihr sehen könnt, als dass ihr wahrnehmen könnt. Eine Klärung zu den fünf der Stäben. Die sechs der Stäbe. Die Sechs der Stäbe ist die klassische Sieges- und Erfolgskarte, liebe Skorpione. 5 auf 6, das heißt, ihr arbeitet an einer Verbesserung eurer Lage, eures Zustandes, mittels ganz bestimmter Gelegenheiten und vielleicht auch Alternativen, definitiv Chancen, die euch hier zur Verfügung stehen, versucht ihr einen negativen Umstand zu verbessern. Das ist. Ja, okay, es ist ein allgemeines Reading, ganz, ganz klare Angelegenheit, aber ich kann mir aus dem Stegreif so viele Situationen vorstellen, die aber allesamt nicht sehr spezifisch sind, sondern eher allgemein formuliert wären. Also man muss es sich, und das ist allgemein jetzt, wie gesagt, betrachtet, man muss sich vorstellen, es kann hier eine Situation in eurer Vergangenheit gegeben haben, die euch Frust beschert hat, über die ihr potenziell noch nicht wirklich komplett hinweggekommen seid. Ich sehe hier einen gewissen Verarbeitungsprozess auf eurer Seite, der aber noch nicht durchgeführt wurde. Aber durch Hingabe, durch Ehrgeiz, durch Arbeit, und meistens bedeutet das dann Arbeit an sich, seid ihr hier mal und mal, nicht permanent und auch nicht kontinuierlich, aber mal und mal in der Lage, euch selbst aufzubessern, euren Selbstwert aufzubessern, euch zu beweisen, ihr seid besser als jener Mensch, zu dem ihr euch selbst manchmal macht, oder als jener Mensch, für den ihr in der Vergangenheit gehalten wurdet oder wie ihr behandelt wurdet. Das kann hier ebenso eine gewisse Rolle spielen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Skorpione. Es ist hier, wie gesagt, diffizil und sehr allgemein, weil ich hier noch nicht viele Details habe. Aber um einen derartigen Vorgang, um einen derartigen Zustand handelt es sich hier bei vielen von euch. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. Das ist die Liebende. Okay. Das schränkt es hier schon etwas ein. Die Liebenden ist eine zwischenmenschliche Karte. Es geht hier potenziell um den Bezug zwischen euch und einem ganz gewissen Menschen. Der Wagen ist hier im Outcome. Es ist jetzt deswegen etwas klarer und leichter geworden, weil, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, die Liebenden ist hier die allererste große Arkana, die in dieser Legung präsent ist, abseits vom Outcome. Und mit den großen Arkanen kann im Prinzip dann tatsächlich etwas Gravierendes, etwas Einschlägiges, etwas Spezielles tatsächlich dann auch besser erläutert und gedeutet werden. Mit kleinen Arkanen kann man Details erkennen, aber das Gebiet noch nicht wirklich einschränken, wie ich es hier mit den Liebenden jetzt tatsächlich machen kann. Es scheint mir hier tatsächlich mit einer Art Verlust oder mit einem Verlassen von einem ganz bestimmten Menschen, was in eurer Vergangenheit passiert ist, zu tun zu haben. Das ist hier die Spiegelung. Wir haben die Single-Karte auf die Beziehungskarte. Wir haben dazwischen die Ass der Münzen, die drei Kelche und die sechs Stäbe. Das heißt, ihr versucht hier einen Zustand, der negativen Ursprungs ist, potenziell zu verbessern. Das heißt aber auch, da es hier viel um den Selbstwert geht, dass ihr euch nicht damit abfinden möchtet. Ihr seid nicht so ein Mensch wie jener Mensch, zu dem ihr mal gemacht wurdet. Ihr beweist euch selbst, dass ihr besser seid als so wie euch andere sehen oder gesehen haben. Das ist hier Baseline sozusagen. Das gelingt euch mal mehr und mal weniger. Die Liebenden auf die zwei der Münzen bedeutet aber auch, dass ihr seither, seitdem das hier passiert ist, struggelt oder eure Probleme damit habt, möglicherweise, was andere Menschen angeht, Anschluss zu finden. Möglicherweise habt ihr Probleme damit, jemanden kennenzulernen oder jemanden auf euch aufmerksam zu machen. Möglicherweise habt ihr generell, was Zwischenmenschliches angeht, eure Probleme. Vielleicht seid ihr schüchtern. Vielleicht seid ihr aber auch solche Menschen, die sich eben nicht gerne mit anderen Menschen unterhalten, schon gar nicht sich auf sie einlassen würden oder ihnen Vertrauen schenken. Das kann sehr, sehr gut sein. Vielleicht, und das ist ebenso ein weiteres Beispiel, was ich euch geben kann, vielleicht haltet ihr euch selbst für uninteressant. Vielleicht haltet ihr euch selbst für,
Ja, jemanden, mit dem ihr euch selbst gar nicht abgeben würdet. Und das ist hier potenziell für viele von euch der springende Punkt. Macht euch zu einem Menschen, von dem ihr selbst sozusagen ein gutes Bild habt, mit dem ihr euch selbst abgeben würdet, an dem ihr selbst Interesse hättet. Versucht euch selbst zu einem derartigen Menschen zu machen. Tatsächlich machen das hier viele von euch auf eine spezielle Art und Weise, die für jeden einzelnen von euch, für den dieses Reading resoniert, unterschiedliche Art und Weise sein kann. Was aber dieses Ziel angeht, das sehen wir jetzt hier im Outcome, da wird es hier potenziell zu Durchbrüchen kommen. Da wird es hier potenziell zu einer Art Weiterkommen kommen, dort wo im Moment kein Weiterkommen ist, jedenfalls kein permanentes Weiterkommen. Da schon spricht nämlich der Wagen. Ähnlich wie die Sechs der Stäbe spricht er vom Erfolg, vom Durchbruch. Teilerfolge können das manchmal sein, definitiv, wie gesagt, man setzt hier etwas vor, wo man im Moment Startschwierigkeiten hat, wo man im Moment vielleicht mit angezogener Handbremse fährt, wenn ihr mit dieser Metapher etwas anfangen könnt. Und dieser Fortschritt, dieser Progress, der bringt euch näher zu einerseits einer Heilung, andererseits zu einem Ziel, welches ihr euch hier gesteckt haben könntet. Wenn ich mir den Split hier so anschaue, mit den Liebenden und mit dem Rat des Schicksals, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sich um ein derartiges Szenario für einige von euch dreht und handelt, wie ich euch gerade hoffentlich verständlich habe versucht näher zu bringen. Eine Klärung zu den Neun der Münzen. Das ist der Hierophant. Der Hierophant ist hier jemand, der ganz gewissen Idealen, ganz gewissen Regeln oder Grundsätzen folgt. Möglicherweise ist das aber auch hier stellvertretend für das große Ganze, für die Vogelperspektive. Und tatsächlich kann ich mir beides gut vorstellen. Jetzt bräuchte ich den Trigger und die Spiegelung noch, um da konkreter werden zu können. Einerseits könnte es hier sehr, sehr gut sein, dass viele von euch aufgrund dessen, was passiert ist, viele von euch aufgrund dessen, was ihr hier für Erfahrungen schon habt machen müssen, einige von euch sich ganz bestimmten Leitsätzen sozusagen widmen. Das heißt, ich werde niemals mich mehr auf einen Menschen einlassen, der schon einen ersten negativen Eindruck auf mich macht. Oder ich werde mich niemals mehr auf einen Menschen einlassen, der nicht von vornherein ehrlich mit mir umgeht. Derartiges. Also das sind Leitsätze oder Grundregeln. Man kann auch von Tugenden oder Idealen sprechen, die man bezugnehmend auf eine bereits gemachte Erfahrung sich für die Gegenwart und natürlich auch für die Zukunft immer mal wieder vorspricht oder sich daran halten möchte jedenfalls. Weiterhin kann der Hierophant, wie schon gesagt, für das große Ganze, für Zusammenhänge, für die Vogelperspektive stehen und drehen und handeln. Aber das ist dann etwas sehr, sehr Spezielles. Da braucht man dann einen Überblick über das Schicksal, einen Überblick über ja, die Kausalität, über das Leben, um es mal so allgemein wie möglich, aber auch so kurz wie möglich auszudrücken. Man muss wissen, wie Dinge funktionieren, was dahinter steckt, was der Sinn von all dem ist. Und das ist etwas, was ja definitiv nicht leicht in Erfahrung zu bringen ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde hier gleich durch den Trigger wahrscheinlich etwas spezieller und konkreter werden können. Eine Klärung zum dem Ass der Münzen. Die Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe, Konjunktion Fünf der Stäbe. Fünf der Stäbe auf fünf der Kelche, fünf Stäbe auf fünf der Kelche. Es ist hier ein und dieselbe Sprache. Da ist etwas Gravierendes passiert in eurer Vergangenheit, liebe Skorpione, was ihr bis heute nicht final und nicht komplett habt loslassen können. Es ist ein Anhängsel, eine Anhaftung. Es ist etwas, was eine Art Loch in euch hinterlassen hat. Eine Art Wunde, die mittlerweile zu einer Narbe wurde, aber diese Narbe, die scheint mir immer noch weh zu tun. Hat etwas mit einem Verlust zu tun, potenziell eines Menschen, der früher präsent war und es jetzt nicht mehr ist. Und viele von euch haben daraus sozusagen die Lehre gezogen, ein Mensch hat mich verlassen, ergo war ich ja diesem Menschen nicht sehr viel wert. Ergo hat dieser Mensch in mir potenziell ebenso wenig gesehen, wie ich dadurch in mich sehe. Das heißt, man hat ein größeres Selbstwertdefizit davon getragen, weil einem gezeigt wurde, dass man selbst eigentlich nicht wichtig ist, dass man selbst nicht schön ist, nicht klug ist, nicht verlässlich ist, nicht intelligent, was auch immer. Etwas Derartiges wurde einem dort
durch das eigene Denken und durch die eigene Interpretation dadurch unter Beweis gestellt. Ergo muss es ja die Wahrheit sein. Und ergo haben viele von euch, nicht jeder von euch, aber viele von euch, haben Defizite, was ihr eigenes Bildnis von ihnen selbst angeht. So muss ich das hier ausdrücken. Und das sieht man hier sehr gut, das sieht man hier auch sehr, sehr gut. Eine Klärung zu den drei der Kelche. Der Turm. Oh. Der Turm, zum einen ist es eure klassische Tarotkarte, liebe Skorpione. Zum zweiten ist das hier ein potenziell schicksalshaftes Ereignis, welches gut und gerne negativer Natur sein kann, negativen Ursprungs sein kann. Was man aber hier noch deutlich erkennt, ist, dass ihr dadurch die Möglichkeit nicht erkennt, die euch gewährleistet wird. Der Turm auf drei Kelche, der Turm auf neun Schwerter. Es kann hier zu einem plötzlichen Verlassen gekommen sein. Es kann hier plötzlich ein bestimmter Mensch in eurem Leben zu euch Lebwohl gesagt haben oder auf Nimmerwiedersehen gesagt haben. Dieser Mensch ist aus eurem Leben getreten. Auf so viele verschiedene Arten und Weisen ist das denkbar. Das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Der Verlust oder der Mangel, der dadurch entstanden ist, der ist nicht nur bis heute nicht kompensiert, der ist bis heute nicht gefüllt. Vielmehr haben viele von euch von sich selbst den Eindruck gewonnen, ihr seid nicht viel wert. Denn wenn ihr viel wert gewesen wärt, dann wäre dieser Mensch potenziell noch bei euch. Da er es nicht ist, hat dieser Mensch potenziell woanders einen höheren Wert gefunden als in euch. Resultat: sinkender Selbstwert. Ganz, ganz klare Angelegenheit hier. Das Ganze scheint mir sehr plötzlich passiert zu sein. Scheint mir aber auch definitiv für viele von euch sehr intensiver und dann negativer Natur gewesen zu sein. Auch hier mit dem Trigger zu den fünf der Stäben sieht man, dass daraus für viele von euch eine Art inneres Zerwürfnis oder innere Zerrissenheit entstanden ist. Vier Schwerter, Ass, Münzen und Turm. Weitere Konjunktion zu den sechs Stäben, weitere Konjunktion zu den zwei Münzen. Dieser Umstand, der dort passiert ist. Und ihr kennt wahrscheinlich meine Überzeugung, nichts passiert ohne Grund. Eventuell eröffnet es euch potenziell Möglichkeiten, potenziell Alternativen, potenziell Gelegenheiten, die man am Schopfe packen kann, wenn man sie denn erkennt. Klassisches Beispiel: Ihr wart früher in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem gewissen Menschen, der euch nicht annähernd so wertgeschätzt hat, wie ihr es eigentlich verdient, liebe Skorpione. Dieser Mensch hat euch potenziell verlassen. Das Resultat oder die Gelegenheit, die sich dadurch bietet, ist es, einen richtigen Menschen kennenzulernen, der euch in einer adäquaten Art und Weise wertschätzt. Das ist die Gelegenheit, die daraus entstanden ist. Aber so weit schauen hier viele von euch nicht, so weit denken hier viele von euch nicht, sondern sie befinden sich immer noch in dem Zustand: Warum wurde ich verlassen? Ich bin ja nicht viel wert. Und mit diesem Mindset, da verweigern sich viele von euch tatsächlich auch jene Chancen anzuerkennen, die euch dadurch gewährleistet werden. Und da spätestens kommt auch der Delfin ins Spiel. Die Lebensfreude. Etwas Gutes erkennen in einem scheinbar negativen Umstand. Das ist eher etwas sehr, sehr Schwieriges. Es gibt Menschen, und da ist ein weiteres Beispiel Bezug nehmen, der Lebensfreude. Es gibt Menschen, die haben nicht viel. Aber dieses Etwas, was sie haben, das bereichert sie, das wissen sie zu schätzen. Und das sind Menschen, die lächeln. Das sind Menschen, die fröhlich sind. Das sind Menschen, die zufrieden sind. Ganz im Gegensatz zu anderen Menschen, die niemals genug bekommen können, die niemals zufrieden gestimmt werden können, weil sie immer mehr haben wollen, weil sie sich mit dem, was sie haben, nicht abfinden können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Diese Menschen werden niemals voll und ganz zufrieden sein. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus, surfe die Wellen des Lebens. Das hier ist potenziell ein Satz, der hierauf sehr gut anwendbar ist. Es geht immer im Leben auf und ab. Jedes Mal, in jeder Situation. Manchmal geht es länger bergauf und dann kommt das Gefälle. Manchmal geht es länger bergab und dann kommt wieder der Aufschwung. Aber es ist immer so eine Welle. Wie auch der Delfin surfe die Wellen des Lebens. Das heißt, im übertragenen Sinne, kurz wie möglich ausgesprochen, findet euch damit ab, dass es immer mal wieder Positives und immer mal wieder Negatives geht. Aber
Hebt nicht ab, wenn ihr auf einem Höhenflug seid, und lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr auf einem Tiefflug seid. Das ist eine Lehre, die man durch den Alltag sozusagen lernt und verinnerlicht, wenn man bewusst ist, wenn man genau hinschaut. Nicht nur das Offensichtliche, ich sage jetzt mal, interpretieren bzw. bewerten. Oh, ich habe den Job nicht bekommen. Alles ist schlecht. Ich bin schlecht. Das ganze Leben ist schlecht. Das ist manchmal so diese rigorose Einstellung, die man hat. Man kann es aber auch umdrehen und sagen: Oh, guck mal, ich habe es geschafft. Ich habe hier das Gericht gekocht, was ich schon dreimal versaut habe. Beispielhaft jetzt formuliert. Da kann man stolz auf sich sein. Da kann man wirklich, ja, man kann stolz auf sich sein. Man kann von einem kleinen Teilerfolg reden. Aber das heißt nicht, dass ihr alles in eurem Leben hinkriegt in einem Maße, wie ihr es euch selbst von euch abverlangen würdet. Eine Klärung zu den Sechs der Stäbe. Die Sechs der Stäbe. Es ist eigentlich die klassische Bestätigung. Wir haben fünf Stäbe, sechs Stäbe, fünf Stäbe, sechs Stäbe. Es spricht hier eine sehr eindeutige Sprache. Fünf Stäbe, fünf Kelche, fünf Stäbe, fünf Kelche, sechs Stäbe, fünf Stäbe, sechs Stäbe, fünf Stäbe. Es ist hier ein negativer Umstand, an dem viele von euch zerbrochen sind, an dem viele von euch kaputt gegangen sind. Aber da dieser Zustand in der Vergangenheit liegt, definitiv auch keine Regelmäßigkeit darstellt, ist es im Prinzip unsinnig, das muss ich jetzt so als außenstehende Person sagen, es ist unsinnig, sich selbst Vorwürfe zu machen gegenüber etwas, was passiert ist, und sich dann darauf basierend auch selbst schlecht zu reden, davon auszugehen, wenn ich das nicht geschafft habe, dann schaffe ich ja niemals etwas. Oder wenn mich dieser Mensch nicht geliebt hat, dann wird mich niemals ein Mensch lieben. Das sind so derartige Annahmen, die falscher eigentlich gar nicht sein können. Oder wenn man einen Misserfolg verbuchen musste, wenn man den Job nicht bekommen hat oder wenn man anstatt eine 1 zu schreiben, eine 6 geschrieben hat. Es ist kein permanenter Zustand. Nur weil man einmal gescheitert ist, heißt es nicht, dass man immer scheitern wird. Und das ist so eine Lehre, die muss jeder Mensch in seinem Leben irgendwann ziehen. Aber es heißt nicht nur, dass man sich dessen bewusst werden muss, sondern dass man es sich selbst beweisen muss. Und das ist die Herausforderung, die hier drin und hier drin verborgen ist. Glaubt nicht nur daran, dass ihr siegreich sein könnt. Werdet siegreich, beweist euch selbst euren Wert, beweist euch selbst das, was ihr euch selbst zutraut, was euch vielleicht andere nicht zutrauen, dass ihr das schafft, dass ihr das könnt. Und davon spricht hier auch potenziell schon das Outcome. Es ist hier die Lebensfreude. Der Delfin, er hat hier definitiv recht. Surfe die Wellen des Lebens. Es ist hier kompliziert zu erklären, aber es ist, wenn man verstanden hat, worauf man hier hinaus möchte in diesem Reading, ist es eigentlich eine sehr eindeutige Sprache, die ich euch hoffe, verständlich auch näher bringen zu können. Eine Klärung zu den Liebenden. Der Tod. Jetzt kommt ihr hier raus mit eurer Energie hier, liebe Skorpione. Wir haben die Königin der Kirche im Outcome, ebenso eine Hofkarte im Wasserzeichen, kann hier gut und gerne ebenso eure Energie sein. Ich sehe hier, dass die Ursache für diesen schwindenden Selbstwert, für dieses alles ist negativ, alles ist gegen mich, ich kann das nicht, dass das hier eine liebestechnische Angelegenheit in der Vergangenheit sein kann, wo euch ein Mensch entweder verlassen hat, wo ein Mensch, der präsent war, aus eurem Leben gegangen ist. Auf die eine oder auf die andere Weise kann es ja sehr, sehr gut die Ursache oder die Wurzel des Übels sein. Das Resultat daraus ist, dass viele von euch mit sich selbst sehr hart ins Gericht gegangen sind, wenn ihr mit dieser Redewendung etwas anfangen könnt. Beweist euch selbst euren Wert, den ihr euch mal und mal verweigert, aber auch mal und mal zuschreibt. Und aus diesem Up and Down, aus diesem Wellengang, eine Art ruhige See zu gestalten, eine Art Regelmäßigkeit zu machen. Das scheint mir hier für viele von euch die Hauptaufgabe zu sein. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Hier sieht man das auch sehr, sehr schön mit dem Tod, mit der Veränderung, mit der Transformation auf die zwei der Münzen, auf den Wankelmut. Es soll nicht immer hin und her gehen. Es soll nicht immer auf und ab gehen. Es soll sich regenerieren. Es soll sich regelmäßiger gestalten. Es soll sich einpendeln sozusagen. Und davon seid ihr oder dafür seid ihr potenziell für euch selbst verantwortlich. Das Ganze kann mit der Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. Das Ganze kann mit einem ganz bestimmten Menschen vielleicht sogar zu tun haben, mit dem es mal positiv läuft und mal negativ läuft. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Das kann im Speziellen für einige von euch so resonieren, muss es aber natürlich nicht für jeden von euch.
Die Königin der Kelche ist hier hinten im Outcome. Tarotkarte, Hofkarte im Wasserzeichen. Das könnte, wie gesagt, sehr, sehr gut ihr sein. Kann aber auch auf einen ganz gewissen Mitmenschen hinweisen. Das weiß ich jetzt schlichtweg noch nicht. Bin ich aber natürlich gewillt herauszufinden. Jedenfalls eine sehr authentische Person, ehrliche Person, eine Person, die sich auch selbst adäquat einschätzen kann. Nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch. Weder übermütig, noch jemand, der es im Selbstmitleid badet. Sehr authentisch, sehr ehrlich, vor allem was Gefühle und Emotionen angeht. Diese drei Outcome-Karten schaue ich mir jetzt natürlich im weiterführenden Reading genauer an. Hoffe dann auch hierüber noch etwas mehr Details herauszufinden, noch etwas mehr Einsichten gewährleisten zu können und vor allem natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze bei euch weitergeht. Und solltet ihr euch in dieser Situation befinden, befindet euch ihr in diesem Wellengang, in dieser rauen See und hättet es gerne etwas in ruhigere Gewässer geschafft, wenn ihr mit dieser Metapher etwas anfangen könnt. Kurz gesagt, resoniert dieses Reading für euch? Könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading anschauen. Unten in der Infobox, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen April weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.